Moin Moin Kradujana, ich habe euch ja versprochen, wenn ich mal wieder Post bekomme, Post, dass ich mit euch zusammen das jetzt immer mal auspacken werde und dass wir uns das zusammen angucken, dass ich euch darüber vielleicht ein bisschen was erzähle und vor allem, dass ihr die Möglichkeit habt, unten in den Kommentaren natürlich mit mir auch ein bisschen zu interagieren, mir Tipps zu geben, was man vielleicht noch anders machen könnte und so weiter und so fort. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, im letzten Warships Livestream oder vorletzten, je nachdem wann dieses Video jetzt hier kommt, hatte ich ja oben so einen kleinen Balken da installiert, sag ich mal, für den Stream und habe mir gedacht, ey, so über ein paar Wochen hinweg schaffst du es vielleicht, dir mal eine neue SSD zu finanzieren. Denn ich habe derzeit in meinem Computer eine 256 GB SSD drin. Da ist so Windows drauf und die wichtigsten Spiele. Und dann habe ich noch eine 1 TB SSHD. SSHD? SSHD? Ihr wisst schon. Nee, wisst ihr bestimmt nicht. Das kennt kaum einer. Das ist so ein Hybrid aus normaler HD und SSD. Ganz cool, auch relativ fix. Aber die hat in den letzten paar Tagen bei mir immer so angefangen zu rödeln. Ich nenne das Rödeln. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt einen Fachmenschenbegriff für. Auf jeden Fall macht sie manchmal immer so. Immer gerade, wenn irgendwelche Daten geschrieben werden. Das ist an sich für Festplatten ein Geräusch. Das ist nicht so ganz optimal. Da sollte man sich langsam Sorgen machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, komm, baust du mal einen in den Stream, so eine 1 TB SSD und die kannst du dann über die nächsten Wochen, vielleicht kommt da genug zusammen. Ja, gut, dass das Ganze natürlich an einem verdammten Abend schon durchgeboxt wurde. Vielen lieben Dank nochmal an alle Verrückten da draußen. Konnte ich es abends gleich noch bestellen? Amazon, ne? Schnell wie immer habe ich hier sofort bekommen. Und ich möchte mit euch heute mal zusammen auspacken. Einbauen ist ein bisschen schwierig, denn mein PC ist da unten, da ist mein fetter Subwoofer und ich werde da so schon schwer irgendwie rankommen. Ich könnte die Kamera natürlich auf den Boden stellen und ihr seht die ganze Zeit meinen Arsch. Vielleicht mache ich das, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall packen wir das Ganze jetzt erstmal aus. So, Kamera umgeschwenkt und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten halt. Wir haben hier eine Samsung VNAT SSD 850 Evo. 1 Terabyte. Hier steht noch so ein komischer Code. Hier steht auch noch ein bisschen Gequatsche. Und auf der Rückseite, bla bla, neues Kaliber von bla, Maximum bla bla, Performance bla. So, uninteressant. Wir machen das Ganze mal auf. Und ja, da ist ganz viel Kabelsalat. Das hoch. Nein, ist umgekippt. Da ist ganz viel Kabelsalat. Das ist hier alles noch nicht so optimal. Aber das kommt noch. Übrigens, ich bin ein riesen Samsung-Fan. Samsung Monitor. Asus. Samsung. Ich habe jetzt hier nämlich die Möglichkeit. Ach, scheiße, ist nicht eingesteckt. Wenn ich mein Handy jetzt hier so nehme und das hier so raufstelle, dann fängt das automatisch an zu laden, was jetzt hier natürlich nicht passiert, denn es ist nicht eingesteckt, daher ist das uninteressant. Aber das ist, nennt man Induktionsladen, kannte ich vorher überhaupt nicht, total cool, geht aber wohl bloß mit den neuesten Handyserien. So, zurück abends zur Platte. Wir packen die Platte aus. Geht voll gut mit einer Hand. So. Weg damit. So sieht das Ganze aus, wenn man es denn bekommt. Plaste, Plaste, Plaste. Alles Plaste. Hier hinten, oh, Samsung, ein Brief. Da ist die Anleitung drin und da ist, glaube ich, wegen der Garantie noch irgendwie was drin. Auch eher unspektakulär. Das sind immer so die Sachen, die man sich nie durchliest. Und irgendwann, wenn die Platte dann mal kaputt geht, oh mein Gott, wo ist die Garantie? Ja, ja, das ist das hier. Ich lasse das mal alles so mit drin. Ich werde den Karton auch behalten. Eine CD ist da auch noch mit drin. Das packe ich hier gar nicht großartig aus. Denn ich bin so ein Mensch, wenn ich das irgendwo in die Ecke lege, dann finde ich das nie wieder. So, was ist eine SSD? Das ist eine SSD. Tada! Winzig klein. Sind wir im Vergleich. Meine Maus. Seht ihr das Ganze? Ultra klein. Also eigentlich, die SSDs sind ja auch optimal immer so geeignet für Laptops zum Einbauen. Aber ich werde das jetzt hier tatsächlich in meinem PC einbauen. 1 Terabyte kann die andere Platte dadurch komplett rausnehmen. Und der Vorteil dabei ist nämlich diese Festplatten. Wartet mal, ich schwenke mal kurz rum. Gut. Diese SSDs haben den Vorteil, sie sind unglaublich leise. Und neuerdings, und durch unser Best of Kradujana, was wir öfters mal machen, oder diese kleinen Vlogs, oder überall, wo immer so ein bisschen Arbeit von mir noch zusätzlich drinsteckt, wenn ich schneide und wenn ich Übergänge mache und so weiter, das dauert manchmal Stunden, bis so ein Video fertig ist, also bis er das verarbeitet hat. Und mein Computer rödelt und rödelt und rödelt denn die ganze Zeit. Und ich habe mal die Hoffnung, dass mit der SSD jetzt vor allem, ne, mit dem kleinen Schmuckstück hier, das Ganze so extrem leise wird, dass ich meinen PC eigentlich gar nicht mehr höre. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Und Mitzi reißt da gerade meine Bücher um. Warte mal, ich geh mal auf Muschijagd. Netto? Oh.
Was machst du hier? Du sollst hier überhaupt nicht hinter. Ja, hau bloß ab. Immer diese Muschis. So, ich werde das Ganze jetzt einbauen. So, Leute, weiter geht's. Wir befinden uns jetzt hier unter meinem Schreibtisch. Und direkt an meinem PC. Den Subwoofer muss ich mal wegschieben. Ignoriert bitte die ganzen Kabel hier. Das ist alles erstmal bloß provisorisch. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr schon mal hier seid, können wir in den PC auch mal reingucken. Das ist ein Gehäuse von Be Quiet. Das hat Schalldämmung ohne Ende. Und ich merke gerade, die Schrauben sind gar nicht dran. Können wir direkt abnehmen. Wo sind die Schrauben abgeblieben? Die habe ich wahrscheinlich irgendwo ganz sinnvoll gelagert, damit man es auch wiederfindet. Und schon sind wir in meinem PC drin. Ich leuchte das Ganze hier ein bisschen mit dem Handy aus. Ich hoffe, das erkennt man alles ganz gut. Ist das erste Mal, dass ich hier unter meinem Schreibtisch irgendwas filme? Muschi! Kuckuck! Ja, du musst dann... Nein, nicht da rein. Aus, raus, husch. So, was haben wir jetzt hier? Be Quiet Lüfter, ASRock Motherboard, GTX 980T, irgendein Be Quiet Netzteil, total cool. Ich frage mich nicht, welche Nummer das ist. Was noch wichtig, 32 GB RAM, da oben verteilt, i7 Prozessor, da hinten hier hinter dem Lüfter ist der Druff. Be Quiet Lüfter normal, waren hier mit bei, muss ich euch noch zeigen. Erkennt man das da hinten? Achtet mal, wenn ihr jetzt hier gerade durchguckt, da wo meine Hand gerade ist, dann müsstet ihr lauter kleine Punkte sehen. Das ist alles die Dämmung, das sind die Dämmmatten von der anderen Seite, dadurch wird der PC super leise. Kann ich euch hier noch zeigen. Hier ist meine Terabyte, 1 Terabyte SSHD oder wie man auch immer die ausspricht. Und darunter ist meine normale 265er SSD. 256, so rum. Gibt es noch was Interessantes? Eigentlich nicht. Das ist das Gehäuse selbst. Mutti! Da ist jemand neugierig, glaube ich. Willst du da rein, ne? Du willst da rein. Natürlich willst du da rein. Das ist immer zu interessant, wenn sich irgendwas Neues öffnet. Und jetzt habe ich das Problem. Zeige ich euch das mal. Kann ich das euch überhaupt zeigen? Warte mal, müssen wir da unter ausleuchten. Wenn wir, Handy, dahinter, hinter der Grafikkarte jetzt so gesehen, genau dahinter sind jetzt die Anschlüsse für diese verdammte Festplatte. Das bedeutet wiederum, ich muss jetzt hier, glaube ich, gleich meine ganze Grafikkarte noch ausbauen, dann das anschließen, irgendwie an die Kabel da dran. Ey, hau ab hier, Katze. Irgendwie die Kabel hier dran vorbeiziehen. Und schon habe ich sie angeschlossen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Szene. So, jetzt habe ich leider das Problem, dass hier, wo die Katze gerade wieder reinkriegt, dass ich von da aus da überhaupt nicht rankomme. Und ich wollte mal die Front nochmal kurz zeigen hier von meinem Gehäuse. Das ist jetzt mein Be Quiet Gehäuse von vorne. Hier war mal ein CD-Laufwerk drin, brauche ich nicht mehr, habe ich ausgebaut, habe leider hier nicht mehr so eine Schutzschicht vor. Daher ist das immer zu. Und hier unten ganz cool, kannst du so aufklacken. Und dann kommst du direkt, oh, es ist dreckig, dann kommst du hier direkt an den Staubfilter ran und kannst es gleich sauber machen. Das ist total geil, das Gehäuse. Gefällt mir sehr. Ich habe ewig lange nach einem Gehäuse gesucht, was mir persönlich sehr gefällt. Und ich muss echt sagen, das Be Quiet Gehäuse gehört auf jeden Fall zu den besten, die ich jemals hatte. Kostet auch ein bisschen Geld, muss man sagen, hier mit Sichtfenster knapp 130 Euro. Gibt es auch Big Tower und Mid Tower und so weiter und so fort. Aber das lohnt sich richtig. So, so sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Für das Kabelmanagement ist hier ganz viel Platz, kann man ganz viel machen. Und hier sieht man auch nochmal wunderbar jetzt hier die Schallisolierung hier überall. Komplett. Und ganz ehrlich, selbst wenn der unter Volllast arbeitet, ich höre den so gut wie gar nicht. Trotzdem habe ich die Hoffnung, dass es mit der SSD sogar noch leiser wird. So, und jetzt muss ich hier irgendwie rankommen. Sieht auch irgendwie nicht besser aus. Ich wollte aber mal ganz kurz schauen, welcher Stecker hier an meiner alten SSD dran ist. Das würde nämlich bedeuten... Aha! Der ist da dran, der ist da dran. What the fuck? So, aus den Tiefen meines Schrankes habe ich dieses Kabel jetzt hier noch geholt. Das ist ein Stromkabel für mein Netzteil, denn ich habe gerade festgestellt, ich habe nicht genug Anschlüsse gerade an meinem Netzteil dran. Ich habe das damals so dürftig alles bloß, sagen wir das Wichtigste, bloß angebaut, damit alle Teile funktionieren. Aber kam nicht auf die Idee, dass ich vielleicht noch irgendwann mal noch eine Festplatte habe. Daher bauen wir die jetzt hier mal ganz fix ein. Gehäuse habe ich ausgemacht. Sprich, hier dürfte eigentlich gar nichts weiter passieren. Sollte ich jetzt hier jämmerlich dran krepieren, weil ich gleich einen Stromschlag kriege, dann tut's mir leid. Ihr müsst euch das damit antun. So, leuchten wir mal anders aus. Handy, Taschenlampe sei Dank.
Und das Ganze muss jetzt hier unten in das Netzteil bloß rein. Und eigentlich ist das bloß Klick. Fertig. So, und jetzt habe ich hier nicht an dem Kabel, hier seht ihr schon eins. Hier eins, zwei, drei Möglichkeiten, jetzt wieder irgendwas hier anzuschließen. Wir brauchen theoretisch bloß eins, aber ich habe kein anderes Kabel jetzt gerade da. Die werden übrigens immer gleich bei dem Netzteil mitgeliefert hier und von Be Quiet. Da ist das ganz, ganz problemlos. Bei anderen aber bestimmt auch. Aber ich bin schon jahrelang bei Be Quiet und da werde ich wohl auch bleiben. Denn die haben sich nun mal als Markenzeichen, sag ich mal, genommen, das Ganze super leise zu machen. Und das finde ich ehrlich gesagt genial. Weil es gibt nichts Schlimmeres als einen lauten PC, der euch die Nerven irgendwie total aufreibt, weil er bloß immer Krach macht. Wenn ich mir vorstelle, früher mein PC, wenn ich den angemacht habe, meine alten PCs, was die für einen Krach teilweise gemacht haben, das war der Wahnsinn. Aber das ist Gott sei Dank, das ist Gott sei Dank alles vorbei. So, wo ist jetzt dieses scheiß andere Kabel? Aha, da. Das da. Seht ihr das überhaupt? Ich eier hier rechts gerade rum, da ist meine Hand. So, jetzt muss ich hier bloß das Kabel durchziehen. Ja! Das war nämlich sogar noch angeschlossen, das war von meinem alten CD-Laufwerk. Und da kann ich dieses Kabel jetzt hier nämlich gleich an die SSD anschließen. Und das Stromkabel auch noch. Und dann müsste das Ganze auch schon laufen. In der Theorie. So, ausleuchten. SSD schnappen. So, da rein. Klick. So sieht das Ganze denn aus. Und jetzt brauchen wir bloß noch das andere Kabel hier, das Stromkabel. Das ist auch ganz unkompliziert. Und dann machen wir auch einfach. Wupp. Na. Richtig rum? Doch, richtig rum. Raufhalten und zudrücken. Passt nicht. Das müsste eigentlich passen. Und passt das nicht? Scheiße. So rum? Nee. Das muss richtig rum sein. Ah, ein bisschen Gewalt anwenden. Und schon ist das Ganze dran. So sieht es dann aus. Super leicht. Und das Geile bei den SSDs eigentlich ist, wenn ihr euren PC eigentlich nicht bewegt, braucht ihr nicht so ein riesen Aufrüstkit und Rahmen und was weiß ich nicht alles. Ihr könnt diese SSD tatsächlich einfach so ins Gehäuse schieben, hier irgendwo rauflegen. Die wird nicht heiß, da passiert überhaupt nichts mit. Und dann liegt die jetzt hier und funktioniert tadellos, jahrelang, ohne irgendwelche Probleme. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwann nochmal so ein Kit holen, damit die hier ordentlich drin liegen. Mit Kit meine ich übrigens das hier unten. Das ist meine andere SSD, die liegt hier in so einem Rahmen drin. Leider auch nicht fest, da mir irgendwelche Schrauben irgendwie abhangekommen sind. Aber das ist auch egal. Nein, ist es nicht. Aber jetzt für den Moment ist es gerade egal. Meine SSD 1 TB liegt jetzt da. Diese Platte werde ich später sowieso rausbauen. Das ist die SSD HD, die ich hier noch drin habe. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Schritt. Dann sitze ich hoffentlich auch wieder auf meinem Stuhl. Und dann versuchen wir das Ganze mal zu starten. Ich bin fix und alle. Meine Fresse. Ich habe festgestellt, dass bei meinem Motherboard ein Anschluss für Festplatten oder allgemein SATA-Anschluss kaputt ist. Genau diesen Anschluss habe ich gewählt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es am Netzteil lag, weil der Stecker, den hatte ich ja nur extra geholt und da reingesteckt und hier, da habe ich noch einen anderen geholt, nochmal ausgebaut, Grafikkarte ausgebaut, dahinter ein bisschen rumgewurschtelt, hier, da, Stecker nochmal geprüft. Alles falsch, es lag tatsächlich an diesem verdammten SATA-Anschluss. Den habe ich jetzt einfach mal gewechselt, habe einfach mal einen anderen Stecker raus, Stecker rein, Grafikkarte natürlich nochmal ausgebaut, ne? Und jetzt ist es soweit, Leute. Er hat die SSD erkannt. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe mal, man erkennt das jetzt hier. Da haben wir jetzt meine normale C-Platte, meine D-Platte, die übrigens bald voll ist. Und dann haben wir jetzt hier meine K-Platte für Krado. Das ist jetzt meine SSD und wir gehen mal kurz dahin. Hier ist Outlast. Outlast, die erste Folge oder eine der ersten Folgen, die ist knapp 5 GB groß. 4,38 GB. Und ich möchte euch das jetzt bloß mal zeigen. Ich ziehe die jetzt von meiner 256er SSD auf meine 1 TB SSD, also hier in diesen Ordner. Und jetzt passt mal auf. Da geht's los. Er überträgt das Ganze tatsächlich mit 440 MB pro Sekunde. Ist das geil. Und zack, 5 GB einfach mal rüber kopiert. Kopiert, ne? Nicht ausgeschnitten, kopiert. Verdammt geil, ich freue mich riesig. Ich werde die jetzt natürlich einrichten und alle Sachen draufpacken. Und das wird jetzt auch immer meine Platte, wo die ganzen Folgen dann auch gleich immer geschrieben werden. Ich hoffe mal, das merke ich auch ein bisschen bei der CPU-Auslastung, so wegen meinem Aufnahmeprogramm. Muschi!
Und da müssen wir dann mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Muss natürlich hier alles in Ruhe erstmal einrichten. Aber ich habe keine Zeit mehr, denn gleich ist Worttag. Wir haben noch 13 Minuten, bis es losgeht. Ich habe jetzt hier fast anderthalb Stunden echt unter dem Schreibtisch gelegen. Und ihr wart halbwegs dabei. Ich konnte nicht alles laufen lassen, weil das Video wäre dann ewig lang gegangen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, dieses Videoformat hier, mein Krado-Vlog. Dass das immer gut ankommt bei euch. Feedback gerne in die Kommentare. Und du würdest dich darüber auch freuen, ne? Ja, genau. Haut rein, bis zum nächsten Mal.